Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 4 und zu DLC 4, was uns jetzt offiziell am 23.09. erwarten wird, weil das Ganze wurde jetzt bestätigt mit einem kleinen Teaser-Trailer so in der Art, der wieder in diesem Comic-Stil aufgebaut war. Man kann auch nicht wirklich sagen, dass das ein Trailer ist zu der neuen Karte bzw. irgendwas Neues zeigt, denn in diesem Trailer hat man eben nur unsere Charaktere aus Transit gesehen, wie sie aus Blood of the Dead entkommen sind und man hat kurz auch unsere anderen Charaktere, also die Primus und die Ultimus Crew gesehen. Ich habe dazu leider noch kein Video gemacht, weil ich leider dieses Wochenende in Hamburg war, als eben dieser Trailer oder dieser Teaser erschienen ist. Darum soll es jetzt auch nicht in diesem Video gehen. Ich werde wahrscheinlich dazu noch eine kleine Analyse machen, wie ich es eigentlich immer gemacht habe. Deswegen, die wird dann wahrscheinlich erst morgen kommen. Jetzt in diesem Video geht es aber um zwei neue Teaser, die Treyarch heute auf ihrem Twitter-Profil hochgeladen hat. Ja, und als erstes will ich mal über das neue Bild reden, was Treyarch eben als ihr Profilbild genommen hat. Und zwar seht ihr das Ganze auch schon hier, denn diese Spielbox, die gab es nämlich damals schon in Black Ops 3 in Samanthas Room. Hier seht ihr nochmal das Zimmer aus der oberen Perspektive von Samantha in Black Ops 3, der Eisendrache. Und zwar gab es dort nämlich auf dem Nachtkästchen neben dem Bett auch schon mal so eine Spieluhr oder sowas in der Art, was eben 1:1 dasselbe ist. Es gab damit auch so ein kleines Easter Egg, was man dort aktivieren konnte, damit sich Samantha die ganze Zeit gedreht hat. Aber das ist jetzt nur eine Sache, die mir jetzt bei diesem Bild auffällt. Eine andere Sache, die viele Leute in der Community auf Reddit auch gepostet haben, dass das Ganze eben so aussieht wie so ein Ingame-Screenshot, dass eben der Charakter, wer auch immer der Charakter da gerade ist, das erkennen wir natürlich nicht, aber dass dieser Charakter eben diese Spielbox in der Hand hält und irgendwie so in der Hand hält, als wäre es eine Monkey Bomb. Also viele vermuten, dass das vielleicht so eine neue Art Monkey Bomb ist. Also dass diese Spieluhr die Zombies anlocken könnte und dann auch explodiert. Also in der Art wie eine Monkey Bomb. Das andere, was auch noch interessant ist bei diesem Bild, ist zum einen oben das Logo, das von der Gruppe 935, das eben auch Treyarch schon mal als Profilbild hatte. Und links sieht man ein paar Zeichnungen und die sollten euch auch vielleicht bekannt vorkommen, denn auf der Eisendrache, auch in Samanthas Room, gab es dort nämlich auch schon ein paar Zeichnungen, die dort Samantha gezeichnet hat. Die seht ihr jetzt gerade ein bisschen im Hintergrund. Da gab es eine Zeichnung, wo man einen Albtraum hatte oder sowas in Art, oder dass eben ein Keeper sie in der Nacht besucht hat bei ihrem Bett. Dann gibt es auch noch Bilder von Fluffy und von ihr, also ihrem Hund. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, denn Fluffy und Samantha sieht man jetzt auch wieder bei diesem neuen Bild, und zwar auf dem Bild links oder auf der Zeichnung links. Da ist zum einen links Samantha und auch Fluffy abgebildet, und auf dem anderen Bild unten rechts an der Wand, da kann man eben zwei Personen sehen. Zum einen wahrscheinlich Samantha links und zum anderen wahrscheinlich Eddie, also Edward Richtofen, die da beide mit Fluffy spielen, denn Fluffy ist auch auf diesem Bild abgebildet. Was das links genau ist, kann ich zwar jetzt auch nicht direkt erkennen, aber ich gehe mal davon aus, oder es sieht zumindest so aus, wie das Haus, wo eben die Kinder drin gewohnt haben, beziehungsweise was man in der Revelations Cutscene gesehen hat. Also danach sieht es auf jeden Fall sehr aus. Und das war jetzt, wie gesagt, die eine Sache, die jetzt gepostet wurde von Treyarch, und zum anderen gab es jetzt auch so einen kleinen Teaser, so ein kleines Video zu der neuen Karte, wo man wahrscheinlich auch im Hintergrund die neue Karte sehen kann. Und das werde ich euch jetzt mal hier abspielen. Log Entry 1469, Date August 28th, 1945. Ja, es ist wirklich, wie gesagt, nur so ein kleiner Teaser, der 7 Sekunden dauert, wo auch kurz Edward Richtofen im Hintergrund zu hören ist. Ich habe euch ja mal den deutschen Untertitel hingeschrieben, aber es gab dort ja nicht viel, was man übersetzen konnte, weil Richtofen ja nur sagt, Eintrag 1469, Tag 28. August 1945, also wirklich nicht viel sagt er da, aber man kann das Ganze auch wieder ein bisschen einordnen jetzt in die Zombie-Storyline, denn zum einen ist es so, dass es in der Zombie-Storyline, also beim Zombie Chronicles, zwei Einträge gibt, die eben da außerhalb sind. Einmal am 1. August und einmal am 31. August. Am 1. August stand im Zombie Chronicles in der Storyline, die Testsubjekte erreichten die sibirische Fabrik für die Experimente von Richtofen. Dann passiert anscheinend der Eintrag von Richtofen, weil das ist dazwischen am 28. August, und das nächste, was im Zombie Chronicles drin steht in der Timeline, ist dann am 31. August, und zwar steht dort folgendes: CIA-Agent Cornelius Pennell bestätigt, dass Peter McCain erfolgreich die Gruppe 935 infiltriert hat und nun nach Verrückt gebracht wird. Cornelius vermutet, dass Gruppe 935 die Kontrolle über ihre Experimente verliert, darum schickt er eine Marine-Aufklärungseinheit, um McCain zu befreien.
Tank Dempsey leitet diese Einheit. Also das sind eben die Einträge oder die Sachen, die in der Zombie-Storyline vorher und nachher passieren bei diesem Eintrag von Richtofen. Und was noch ziemlich interessant ist, man kann ja auch noch die Call of the Dead Radios zu Rate ziehen, um ein bisschen das Ganze hier verständlicher zu machen. Denn es ist anscheinend so, dass dieser Eintrag in diesem Teaser von Richtofen vorher aufgenommen wurde, kurz vorher, bevor er die ganzen Radios aufgenommen hat auf der alten Call of the Dead Karte. Denn das erste Radio beginnt mit der Zahl 1471, also das heißt, das erste Radio auf Call of the Dead war der übernächste Eintrag nach diesem Eintrag in diesem Teaser. Ich kann euch auch nochmal kurz das erste Radio hier abspielen auf Deutsch, damit ihr nochmal versteht, was dort eigentlich Richtofen gesagt hat, also was er danach überhaupt aufgenommen hat. Tag 1471, Datum 2. September 1945. Liebes Tagebuch, ein neuer Tag. Ja, Misserfolg. Diesmal hat Subjekt N3WB einfach nur auf den Boden gestarrt. Das russische Subjekt klingt auch nach dem Entlausen noch wie ein Pessoir. Und das Exemplar aus Mexiko habe ich wohl umgebracht. Aber wie stört's? So eine Milz liegt auf dem Boden und er rührt sich nicht mehr. Ich kann jedoch bereits mit Sicherheit sagen, dass sich die Barriere nicht in der Milz befindet. Dr. Max ist... Weitermache. Was ich wohl zu den Experimenten mit dem kleinen Mädchen sagen würde. Nein, sofort, wo kommen? Die Milz gehört mir! Ja, in diesem Eintrag oder in diesem Radio hat er eben über den Tod von Pablo gesprochen. Das war auch so ein Experiment oder beziehungsweise so ein menschliches Experiment von ihm. Denn auf Call of the Dead haben die ja einige Experimente gemacht mit den ganzen Testversuchen. Und das wurde ja auch in der Zombie-Storyline, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, eben von Cornelius Pinel beobachtet. Und deswegen wollten sie auch McCain dann eben herausholen. Und das hat eben nicht geklappt. Und eben Tank Dempsey ist dann zur Gruppe 935 gestoßen, beziehungsweise ihm wurde eine Gehirnwäsche unterzogen, dass er dann eben Gruppe 935 beigetreten ist. Ja, und so viel eigentlich jetzt wieder zu den ganzen Teasern, die jetzt, wie gesagt, wieder gepostet worden sind heute von Treyarch. Morgen gibt es dann noch eine kleine Analyse zu diesem neuen Trailer und es werden wahrscheinlich jetzt auch noch in den Tagen noch weitere Teaser kommen, bei welchen ich natürlich dann wieder ein Video machen werde. Am Wochenende wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen problematisch, weil ich dann in der Schweiz bin bei Kevin, aber mal schauen, was ich da machen kann. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.